Jesus erzählte damals den Menschen Gleichnisse, Geschichten, einfach Beispiele aus dem Alltag, dass sie verstehen konnten, was er sagt und ihr Leben verändern konnten. So sagt er zum Beispiel auch etwas über das Thema Sorgen. Wie sollen die Menschen mit Sorgen umgehen? Ich habe gelesen in einer Umfrage, in einer Statistik, wo Menschen befragt wurden, die in Burnout-Umständen leben, dass 54% der befragten Männer ihre Jobprobleme und Ängste und Befürchtungen mit in den Schlaf nehmen. 40% der befragten Frauen liegen nachts wach über ihren familiären Sorgen und Problemen. Was sagt uns die Bibel zu dem Thema Sorgen? Ich habe nachgeschaut, was Jesus damals schon den Leuten zu diesem Thema gesagt hat. Und da lesen wir in Matthäus 6, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und in Vers 27 lesen wir, wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Im Neuen Testament wird uns an ganz vielen Stellen weiter berichtet, werft eure Sorgen auf den Herrn. Und das ist das Thema, wo Jesus auch ansetzt bei den Menschen und sagt, nicht ihr sollt euch Sorgen um diese Dinge alle machen, sondern ich sorge für euch. Und in dem Beispiel in Matthäus 6, da berichtet er das in einem Bild von den Lilien auf dem Feld. Für mich ist es auch immer so, dass mir Beispiele und Bilder und solche visuellen Dinge helfen, einfach eine Erinnerung an das Wort Gottes im Alltag zu haben. Und so habe ich auch im Herbst Blumenzwiebeln, Lilienzwiebeln in meinen Garten gepflanzt. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann schaue ich auf diese blühenden Lilien und sie sind mir jeden Tag eine Erinnerung, dass ich meine Sorgen auf den Herrn werfen kann. Dass er, genau wie er das den Menschen damals im Bild erzählt hat, dass er Sorge trägt, dass sie nicht sorgen mussten, was sie essen, was sie anziehen sollen, wie der Tag morgen läuft. Er wollte derjenige sein, der alle Sorgen nimmt und sie in etwas Gutes verwandelt. In Römer 8 lesen wir, er wird uns alle Dinge zum Besten mitwirken lassen, denen, die ihn lieben. Und das ist die Ermutigung heute für dich, dass du einfach siehst, Jesus möchte, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst, dass du mit ihm da durchgehst, dass deine Hoffnung auf ihn gerichtet ist. Er wird den Ausweg schaffen. Die Lilien auf dem Feld brauchten für nichts zu sorgen und trotzdem standen sie dort in all ihrer Pracht. Lies mal einfach diesen Text in Matthäus 6 durch, bete darüber, bete deine Sorgen einfach zum Herrn hin. Und er wird deinen Sorgen begegnen. Er wird eine Lösung schaffen. Er wird einen Ausweg für dich haben. Ich wünsche dir, dass du erfährst, er ist ein Versorger in deinen Sorgen. Gott hat mehr für dich.